Hallo und herzlich willkommen zu Total Reliable Delivery Service, einem Spiel, das momentan kostenlos auf Steam erhältlich ist. Und zwar geht's darum, Sachen zu liefern. Wer hätte es gedacht? Aber auf die möglichst seltsamste Art und Weise, die man sich so vorstellen kann. Dieses ganze Spiel ist physikbasiert, das heißt Ragdoll, Shit, eine Menge fliegt durch die Gegend, nichts funktioniert so, wie man es will. Ein bisschen wie Cooking Simulator, nur schlimm. Von daher, ja, keine Ahnung. Kann man sicherlich auch mit Controller spielen. Wie gesagt, ich habe momentan noch keinen, der funktioniert. Sagte er, während er den Controller aussteckte. Das liegt daran, weil ich versuche halt immer noch den zum Funktionieren zu bekommen. Der Steuerknüppel funktioniert nicht richtig und einige Tasten auch nicht. Deswegen gucke ich gerade so ein bisschen mit ausbauen und neu machen und total geil und so, weil ich der heftigste Typ bin überhaupt. New Delivery, okay, cool. Hallo. Hi, Beatrice. You recruit, get to the work by pushing the joystick in the machine. Okay. Pushing joystick machine, I understand. First time for everything. Okay. Yeah. Okay. Deliver. I have to deliver. Okay. Hab delivered. Not sure how it took you so long. 15 Sekunden ist okay, schätze ich. Okay. Oh Gott, dieses Wobblige ist sehr, 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 sehr schlecht. Okay, 10 Sekunden. Not sure how it took you so long. Ach, halt die Backen. Okay. Okay, wir müssen mal kurz gucken. Also mit linker und rechter Maustaste kann ich die Arme. Dahin bewegen, wo ich hingucke. Der linke Arm macht nicht mehr mit. Oh nein, die Delivery. Okay, und Q und E, keine Ahnung. So, ja, gut. Das war jetzt nicht geil. So, das ist natürlich nicht alles in dem Spiel, aber ich versuche gerade eine relativ... Holy shit. Ich versuche gerade eine relativ gute Zeit hinzukriegen. Hey, und jetzt... Lauf, Bob, lauf. Was, Delivery failed? Deliver... Arme in Arm. Okay. Da war ein fucking Cube drin, will eh keiner mehr. Seit 20 Jahren ausgeleiert, die Scheiße. Wie Delivery cancelled? Noch Schalter an hier. So. Bob. Jawohl. Not sure, took you so long. Okay, Alter, wie schnell soll ich sein? Na gut, vielleicht mit zwei Leuten. Arbeitskette und so. Was soll's? Okay. Gott. Er steuert sich wirklich so scheiße, wie es aussieht. Looking for another delivery, there's a new one market nearby. Ah, mein Fuß. Ah, okay. Okay. Why? Okay, diese Stadt ist auf jeden Fall ein Gefahrenherd, der nicht unterschätzt werden sollte. Here we go! Oder steuert sich erstaunlich einfach. Kamera, Alter. Also das Spiel ist noch ein Beta, ne? Wie man vielleicht gesehen hat und auch oben steht. 0.5, gerade mal so die Hälfte von 1.0, aber immerhin. Es spielt sich schon erstaunlich gut. Okay. Ja, okay, läuft gut. So. Okay. Honk. Warum sollte ich? Weil es Spaß macht. Warum nicht? Deliver to the office, 100%. Was heißt das genau? Was heißt genau 100%? Okay. Naja, so war es geplant. Hallo Olga, hier ist dein Paket. Alright, everyone get back to work. Yay. Habe ich Gold bekommen? Yay. Haben Sie das gesehen, Busfahrer? Ich habe Gold bekommen. Yay, ich bin ein Mitarbeiter dieser... Gemeinde. Ich tue Dinge. Looking for another delivery. Klar. Dann spring schneller als laufen.
Hey, cancel nicht meine Deliveries. So wichtige Arbeiten zu tun. Leute verlassen sich auf mich. Ach du Scheiße. Okay. Ein paar Chänchen dahin, ein paar Chänchen dahin. So, okay. Wie wär's, wenn du... Okay. Erfolgreich abgeliefert. Okay, was gibt's noch? Das ist so doof, ey. You unlock the shirt. Cosmetic, you can consume from the pause-menu. Helikopter? Echt jetzt? Okay, klar, warum nicht? Ich habe mich mit den Maschinen mittlerweile besser ausgeklügelt als wie zu Fuß. Falls das jetzt verständlich rüberkommt. Meine Fresse! Bob, könntest du in den Helikopter steigen, bitte? Nein? Okay, kein Problem. What the fuck? Ich bin spät, Zeitplan. Bob! Gott verdammt. Okay, Bob, langsam. Ah, wieso? Ey, solange du dich da festhältst, ist okay. Okay. So, der Schalter, wunderbar. Alles klar, beschäge ich ab. Ich hab's gleich. Okay. Muss ich selber kurbeln? Nein. Okay. Hat es was vielleicht mit dem linken Stick zu tun? Ich weiß nicht ganz genau. Ja, okay. Oh, oh, was habe ich gedrückt? Oh, weh. Nee, nicht weh. Doch weh. Oh, shit. Ah, okay, alles klar. Ja, muss man erstmal. Fuck. Ja, okay, ja, aber... Holy shit, Mann. Ich meine, das Fliegen an sich ist nicht schwer. Ne? Das ist... Vielleicht auch, weil ich... Weil ich nicht weiß, wie ich mich drehe. Okay. Also Helikopter ist nicht so ganz meins. Weg. Bob. Oh, hi Bob. Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich es da hintragen würde. Aber hey, was soll's. Soll das so? Ich meine, da steht Danger drauf. Okay. Here we go, Bob. Ladung ist zwar runtergefallen, aber sowas. Wow. Ich bin mir halt nicht ganz sicher. Oh mein Gott, Bob. Bob. Nein. Oh, fuck. Bob schafft das. Bob ist Mitarbeiter des Monats. Der weiß, wie das geht. Wie drehe ich denn den Heli? Bob? 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 Bob hat sich heute frei von der Arbeit genommen. Bob geht eine Runde Skydiven. Was ist denn da? Die Steuerung ist echt nicht so leicht. Flip Vehicle. Ah! Flip, das ist nicht Flip, das ist runterfallen. Oh shit. Bob! War das gerade mein das Geräusch meines Kopfes, das auf den Boden geknallt ist, oder ist der Heli explodiert? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ist das Nitro? Hä? Hä? Bye! Wieso? Warum kann das Auto das? Nee, Bob, wie wär's, wenn du mit links fährst? Wunderbar, dann ist die Steuerung auch nicht. Einmal andersrum.
Hey, Olga. Ach nee, das ist Peter. Na, Peter. Wie geht's? Ey. Ey, Kumpel, alles cool oder was? Oh. Ey, High Five if you love Booster Club. Okay. Sorry, ich hab dich verwechselt. Ah. Ich wollte dich nicht sexuell belästigen, es tut mir leid. Bob wartet davon. Dass ihn nie wieder irgendjemand ansprechen möge. Okay, Bob, diesmal schaffen wir's. Halt dich fest. Here we go. Okay, also eine Helikopter-Delivery fällt schon mal aus. Gibt es da noch irgendwas, was man hier machen kann? Oh. Bob! Ich hoffe, du hast eine gute Versicherung. Okay, was habe ich hier gesehen? Helikopter? Flugzeug meine ich. Bob! Wir kennen deine Leidensgeschichte mit Flugzeugen und so. Oder mit Fluggeräten im Allgemeinen, besser gesagt. Das größte Problem mit Bob ist, er hat Höhenangst. Deswegen traut er sich nicht in Flugzeuge rein. Oder in alles andere, was fliegen kann. Auto ist kein Problem. Schiffe ist okay. Aber Flugzeuge? Holy shit. Bob, überwinde deine Angst. Ist nicht so, als könntest du sterben. Denke ich. Okay. 3, 2, 1, fly off! Okay. Wow, 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 wow. Wenn man so im Flugzeug sitzt, während man es fliegt, ist das kein gutes Zeichen. Oh mein Gott! Okay, ich würde gerne nach links. Hey, Bob ist angekommen. Halbwegs. Ach ja. Das könnte ich mir mit mehreren Leuten Tatsache gut vorstellen. Nur gerade, entweder pennen gerade alle oder... Na, eigentlich pennen gerade alle. Das ist so das Problem. Ich möchte gerne eine neue Delivery. Okay, warte, ich muss erst das alte Paket zerstören. Ich verstehe. Das Prinzip ist mir durchaus bewusst. Ist das ein riesengroßer Feuerlöscher? Wenn ja, wieso? Hallo, Feuerlöscher. Wai! Oh, habe ich da gerade einen Heißluftballon gesehen? Ich weiß nicht mehr, was ich sehe. Oh Gott. Ich kann das Ding nicht steuern. Bob, lass einfach los. Nein, doch. Du musst loslassen. Bob, na! Okay. Also, Kopfsprung ins Wasser. Bob. Okay, cool, wir sind wieder da. So, also könnte ich doch jetzt theoretisch einfach dieses absolut unbedenkliche Material ins Wasser werfen, weil das ja bestimmt nicht gefährlich für die Umwelt ist. In keinster Weise. Ja, da komme ich nicht mehr ran. Ah, okay. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Illegales Graffiti, ja. Okay. Naja. Lass uns doch mal hinweggehen. So ein Spiel als Polizist wäre auch super. Dann wirklich noch mit Leuten oder so, die dann aufhalten muss und passt ihn aus Versehen ins Gesicht. Nein, Bob! Ah, es ist die falsche Richtung. Invertierte Steuerung. Ah, Bob hält mit links fest. Verdammt. Okay, Bob. Warte mal. Bleib mal ganz ruhig jetzt. Ich weiß, du hast Arbeiten zu tun und ich versuche dir auch so gut zu helfen, wie es geht. Aber wir müssen zusammenarbeiten. Ach, Bob. Flipp das Auto, aber flipp nicht Bob. Okay, Bob, vorsichtig. Hörst du mich? Vorsichtig. Okay. So, hier hätten wir noch was. Ja, wunderbar. Okay, gone fishing. The boat needs fishing supplies. Okay. Kein Problem. Kein Problem! Bob ist auf der Jagd nach neuen Kunden, neuen Paketen und neuen zufriedenen Leuten. Hey. Links, rechts, gut. Oh, Paket. Ja, ich bin gleich, ist gleich soweit. Hey. Hey. Vorsichtig, Bob. Vorsichtig. Hey. Vorsicht, Bob. Vorsichtig. Als wär's... Bob. Als wär's ein Ei von einer Ente.
Vorsicht. Ach, Bob. Du machst deinem Namen alle Ehre. Bob. Bitte ohne... Keine Ahnung. Tun wir einfach so, als hätte ich nie was gesagt. So. Das Brot braucht auch eine höchste Preise. Oh, Bob. Oh. Komm, den Rest schaffen wir auch so. Ach, Bob. Wie wäre es, wenn du das Paket nicht an allem gegenhaust, was da ist? Da war gerade eine Riesenkrabbe. Soll ich mir da Sorgen machen? Hallo, Krabbe. Könntest du mir aus dem Weg gehen? Yay. Na, Angela, wie fandest du es? Ah. Warum haut mir eigentlich jeder auf Fresse? Au. Bob, Biest ohne Bosen, Busen. So. Da kann man jetzt auch schön auseinanderhalten. Hat zwar nichts mit meinem Job zu tun, aber ist egal. Das ist eine Brücke. Gib Gummi, Bob! Ja, ich wollte halt irgendwas mit seinem Job machen, mit Paket oder so, aber Bob, Bube, ohne Paket. Keine Ahnung. Tschüss, Bob. Okay. So, wollen wir mal gucken. Customized Character. Body Type. Wow, das ist ja fett oder nicht so ganz fett. Nee, fett und mit Brüste. Fett mit Brüsten oder fett ohne Brüste? Sucht euch aus. Bob, könntest du aufhören, so hin und her zu wackeln, bitte? Ich merke schon, einige der NPCs sind einfach nur Randomizer. Einfach irgendwas zusammengeschissenes. Okay, Bob, wie wär's mit... Ja. Wenn das keine Bob-Frisur ist, weiß ich auch nicht. Bob ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ist schon lange dabei. Mustache. Ich finde den gut. So, Augenbrauen natürlich die dicksten, die wir haben. Hat schon viele dumme Dinge gesehen. Ach Gott, oh Gott. Aber Bob freut sich bis zum heutigen Tag. Ich dachte wirklich, er trägt gerade eine Holzkette. Eine Halskette. Eine goldene Halskette. Und ich kann nicht reden. Egal. Könntest du aufhören, so hin und her zu springen? Ich meine, es sieht ja ganz knuffig aus, aber... Okay, Bob. Okay. Nee. Keiner Hetz. Nein, jetzt habe ich randomized. Egal. Da siehst du aber Bob in dunkelbraun. So. 1, 2, 3, 4, 5. Na geil, Bob. Bobina. Bubina. Ja, was auch immer. Man nimmt, was man kriegen kann. Okay, klingt trotzdem nach einem Typen. Aber aerodynamisch ist er sie es besser. Warum ist hier ein Regenschirm? Hat jemand einen Regenschirm vergessen? Hallo? Ja, so halte ich meinen Regenschirm auch immer. Aber genau so. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Safety first. Why is the Zeppelin nuclear powered? Okay, das klingt nicht gut. Läuft, ist okay. Ah, es geht eh nur um Zeit. Was soll's. So, Bobina, dein erster Auftrag. Ich hoffe, du weißt Bescheid. Könntest du aufhören, dich da festzuklemmen? Oder willst du mir sagen, du hast keinen Führerschein? Das war erfolgreich. Okay, können wir... Moment. Wie wäre es eigentlich mal mit einer besseren Karre hier? Sowas kann man sich ja echt nicht antun. Okay, erstmal nach einer Karre so. Wie wäre es mit dem Total Delivery Reliable Container hier? Ja, das klingt gut. Schrotte bitte nicht die Karre, die brauchen wir noch. Oh mein Gott, ich sehe nicht. Okay. Warum bist du mir nicht ausgewichen? Ich habe extra gehupt.
Oh mein Gott. So, dann kriegen wir das Ding auch auf jeden Fall rüber. Wow. Könntest du dich am Paket festhalten und nicht an deinen eigenen Haaren? Das wäre super. Fast. Ja, nicht mehr weit. Okay. Ja. Nein, nicht wieder. Raus. Du gibst dein Bestes. Ich verstehe schon. Warum kann ich mich hier festhalten? Okay, damit man nicht rausfliegt oder was? Ja, dann hoffe ich mal, dass mein Paket nicht rausfliegt, wa? Mein Gott, Bobina, könntest du mal rausgehen? Hast du Knieschoner? Fällt mir jetzt erst auf. Wieso? Okay. Oh Gott, die Reifen. Ja. Ja. Nee, du gehst wieder rein, da. God damn it. Deswegen ist einer hinten drin, der es festhält. So. Heb hoch. Here we go. Schmeiß rein, dann kannst du losgehen. Ja, so muss das aussehen. Ja, okay. Alles klar. Oh mein Gott. Ja. Ja, warum denn nicht gleich so? Jawohl. Es geht hier nur um die Zeit. Es geht nicht darum, wie es nachher aussieht. So, nochmal. Nein, das ist links. Nein. Na, pfui. So, jetzt. So, und ich weiß jetzt nur so, wo der Zeppelin... Ach, da ist das Symbol. Also die Kamera ist noch ein bisschen wonky. Ups. Upsi. Ja, die Kamera ist noch ein bisschen... Oh Gott, das Paket. Okay. Langsam anfahren. Das klemmt sich fest, das ist okay. Okay. Ich merke, dass ich leicht beschissen wurde. Ja, was soll's. Wo kommt das Ding her? Das ist das Verwirrendste an der ganzen Sache. Da kommt ein riesengroßer Baumstamm runter, ich fahre mit meinem LKW dagegen und auf einmal kommt eine... Keine Ahnung, Trinktüte von McDonald's runtergerollt. So. Was haben wir noch außerhalb? Ich meine, ich finde es erstaunlich, wie viel überhaupt schon fertig ist. Ah! Alles cool. Hey. Boah, willst du mir sagen, ist... Wer baut so ein scheiß Canyon? Na gut, wahrscheinlich keiner, aber wer baut eine Straße durch ein Canyon? Okay. Oh, hier ist aber einiges. Die Map ist verdammt groß. Dafür, dass es noch eine Beta ist? Nicht schlecht. Hier ist wahrscheinlich Ende. Ja. Das hätte ich nicht testen können, indem ich ganz leicht gegenfahre. Das muss man mit Schmackes testen, ansonsten lohnt sich das nicht. Hallo. Okay, wollen wir uns hier nochmal kurz ein bisschen umgucken, wa? Na. Das Auto hat mich ziemlich lange festgehalten. Hallo, Ladies. Ich bin auch eine Lady. Warum haut mich eigentlich immer jeder? Guck mich an, ich bin die sexyste Lady auf dem ganzen Strand. Und was ist mit dir? Freust dich. Guck mich mal an, ich freue mich mehr. Was mit deinen Augen kann man nicht sehen. Meine Augen sind viel hübscher. Deine Haare? Pff, guck meine Haare. Ich bin die Beste. Ich bin Bobina. Okay. Okay. Ich will nur zu dem Ring. Nur zu dem Ring. Nur zu dem Ring. Ich bin im Ring.
Das war nicht so spektakulär, wie ich es mir vorgestellt hätte. Okay. Also vieles kommt natürlich sicherlich auch, wenn man mehrere Leute hat, mit denen man spielen kann. Aber alleine ist schon ganz lustig. Ich frage mich jetzt nur noch, das werde ich gleich noch rausfinden. Oder hoffentlich rausfinden. Was jetzt eigentlich mit dem Geld ist? Warum soll ich Geld ausgeben, wenn da eh nichts für mich rausspringt, was ich mir kaufen kann? Ich meine, das könnte vielleicht auch noch ein Problem der Beta sein. Da will ich jetzt gar nichts zu sagen. Aber momentan? Wie gesagt, ich werde gleich mal gucken. Ah, hier ist schon Ende. Schade, ich habe jetzt keinen Bock, nochmal komplett um den Canyon rumzufahren. Respawn at HQ. Ah, das macht's einfacher. Kann ich rein? Nein. So, Progress. Okay. Ich werde nochmal kurz gucken. Gold, Gold, Gold. Fuck! Okay. Okay, alles unter 8 Sekunden ist Gold. Teddy! Nein! Stoppt. Ach, das ist alles? Das kann ich... Warte mal. Gib mir ein Paket. Rubina rastet aus, wenn sie hier keine Arbeitssuche gucken kriegt. Oh, hast du das gesehen? Neuer Rekord. So, und jetzt habe ich $25 bekommen. Wofür kann ich die benutzen? Randomize, save, ne. Ich weiß nicht, warum gerade meine Nase läuft. Das ist nicht so cool. Lief den ganzen Tag nicht, aber jetzt. Ja, was auch immer. Okay, da gibt es auf jeden Fall schon mal nichts, womit ich Geld ausgeben kann. Was ist da oben? Ist das ein neuer Delivery-Gedöns? Blabla. Oh! Bubina hat endlich eine Stimme von der Bubina. Nach so langen und so vielen Operationen hat sich's endlich gelohnt. Nein! Ach, hier hat man so eine kleine Übersicht, was man wo geleistet hat. Oder was man wo leisten muss. Keine Ahnung. Ich habe noch nicht ganz verstanden jetzt. Aber das ist auch nicht so wichtig. Okay, Bubina will einfach nur noch auf das verdammte Dach. Und gucken, was da oben zu tun gibt. Aber Bubina fällt lieber hin. Okay. Könntest du aufstehen? Danke. Oh, nice Spin. What? Why? Manchmal verstehe ich nicht, wieso du umfällst. Okay. Wir wissen alle, was Bubina zu tun hat. Sich nochmal schnell einen Helikopter holen, aufs Dach fliegen und dann gucken, was da Sache ist. Man kann es leider nicht ändern, ne? Manchmal ist es halt so. Oder... Ja, na, nicht ganz. Hallo? Haben Sie eine Postkarte? Gott, verdammt. Hey. Ich hoffe, man kann die irgendwann schlagen. Einfach nur so. Einfach just for lulz. Kann ich klettern? Nein, aber ich kann fast drüber fallen. Immerhin, Schwerkraft ist auf meiner Seite. Oh. Ich dachte, das wäre ein Denkmal, aber anscheinend. Ah, oh, ich habe keine Ahnung. Oh, ich kann das selber launchen. Da fällt mir gerade ein, wäre es nicht smarter gewesen, in die Richtung zu ballern? Naja. Oh! Jawohl! Bubina hat's voll drauf. Manipulation der Schwerkraft war schon immer so ihr Ding. Okay, also. Also, ganz ruhig. Ein Schalter muss nach oben. Volle Pulle, okay. Ist das ungefähr auf der Richtung, in die ich möchte? Das war zu viel. Aber Bubina schafft's. Sie dreht sich 10-mal, aber sie schafft's. Yay! Oh, voll mit dem Kopf. Okay. Gut, dass sie einen Helm hat.
Okay. Mann! Auf, das immer wieder raus. Kämpfen. Use an umbrella to deliver a package in. Was? In Style? Okay. Warum? Hier, bitte. Warum ist der Fallschirm explodiert? AK Regenschirm. Na gut. Wo ist ein Shop? Hallo? Kann ich rein? Ich hab Geld, das möchte ich ausgeben, aber keiner will mir Geld abnehmen, was irgendwie ein bisschen komisch ist, weil die Stadt scheint ja auf Geld zu basieren, aber irgendwie kann ich kein Geld ausgeben. Strange. Ja, komm, nimm das Ding mit. Das muss weggeliefert werden. Wenn da einer drin sitzt, freut er sich jetzt so gar nicht. Okay, die Delivery mache ich noch. Aber dann solltet ihr ungefähr einen Blick davon haben, was hier Sache ist und was nicht. Ja, nice. Okay. Oh Gott. Use the gray to your advantage. Okay, deliver to the rooftop. Hallo, hier kommt die Post. Was? Fuck. Au. Okay. Next time. Ich meine, ist ja ihr Amazon-Ding. Sie kriegen das Geld ja von Amazon sowieso immer wieder zurück. Das ist ja kein Problem. Mich kann auch keiner ankacken. Zumindest, wenn ich nach Real Life gehe. Weil da konnte ich den Postboten auch nie dafür ankacken, dass es nicht angekommen ist. Also von daher, wow. Okay, Dropkick. Oh mein Gott, wohin? Why? Bye, bye. Okay, ein letztes Mal noch. Einfach nur, weil es Spaß macht. Ich meine, auf der Entfernung könnten sich die Leute das aber auch selber abholen, ne? Heya! Hebel gezogen, mit Stil. Hey, komm her. Nicht einfach abhauen. So geht aber nicht. Okay, also ich muss schon suplexmäßig das Ding da reinwürgen. Ansonsten... Warte, ich habe doch einen Schatten. Just missed it. Okay, da liegt was, da liegt was. Was ist das? Nee. Nö. So, ich habe ein neues Auto, oder was? Irgendjemand hat mir gesagt, hier gibt's irgendwas. Das will ich mir noch schnell angucken, wenn ich schon freigeschaltet habe. Oder kann ich jetzt wirklich einen Esel reiten? Oh, hier. Okay, Speedster. Normales Auto und... Ja, das sieht spaßig aus. Das sieht aus wie eine fahrende Kanone. Und die werde ich wohl nicht mehr freischalten. Zumindest jetzt nicht. Okay, das war Total Accurate Delivery. Wo steht nochmal? Wo steht nochmal der Name der Firma? Ich kann auch auf Steam gucken. Das war Total Reliable Delivery Service. Ich hoffe, euch das Spiel hat euch gefallen. Wie gesagt, es ist momentan kostenlos auf Steam. Könnt ihr euch runterladen, einfach so mit 4 Schritten spielen, Spaß haben, Geld verdienen, das ihr nicht ausgeben könnt und dann noch mehr Spaß haben. Okay, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich gerne teilen, liken, abonnieren und kommentieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.